Ich lese ab und zu bei Männern heraus oder ich höre von ihnen, dass sie offenbar auf der Suche nach der großen und der bedingungslosen Liebe sind. Es muss also die perfekte Frau sein, sie muss bereits perfekt sein, bevor man sie kennenlernt. Und das muss dann auch in der Beziehung genauso bleiben, ohne dass man dafür was tun muss. Also ich bin ja schon pro Partnerschaft und ich lehne die destruktive Single-Gesellschaft ab, das weißt du vielleicht. Allerdings haben manche Männer, wie es ausschaut, ein paar Illusionen. Beziehungsweise sie trauen Frauen nicht mal ansatzweise so viel Skrupellosigkeit zu, wie sie in der Realität teilweise haben können. Aber die fragen sich dann, wie kann eine so super schöne Frau sich urplötzlich abwenden und sich einem Typen unterwerfen, der sie geschmeidig herumbosst, obwohl es genau das war, was sie dir vielleicht vorgeworfen hat oder sich beklagt hat, dass sie bei dir zu wenig Freiraum hätte. Nun, sie kann so sein, weil sie sich ständig fragt, ob du noch in der allerhöchsten Liga bist, die sie haben kann oder ob du es nicht bist. Und ich hab's ja schon mal erwähnt, wenn sie dir mit solchen Freiraumsprüchen kommt, dann fühlt sie es wahrscheinlich schon lange nicht mehr und Männer machen sich sehr gerne vor, es wäre anders. Die Frage ist also folgende. Sind Frauen wirklich so schnell opportunistisch und gehen über Leichen, was den Ex anbelangt? Die Antwort ist, wenn es die Umstände rechtfertigen, sind sie's und aber im Kern war das auch schon immer so. Frauen daten Macht, sie daten Einfluss, sie daten Sicherheit und sie haben dabei auch 0,0 Schuldgefühl, keine Skrupel und natürlich auch kein Ehrgefühl. Ja, ich hab's schon öfters gesagt, Frauen haben im Prinzip gar keine eigene Ideologie, sondern sie haben die Ideologie des Stärkeren. Evolutionär ist das erklärbar und für mich ist das immer so ein bisschen der Kern und die Quintessenz der ganzen Geschichte, dass Frauen eben dorthin gehen müssen, wo am meisten Schutz für potenzielle Nachkommen gewährleistet ist. Guck dir hier vielleicht auch gern mein Video über die Versorgerrolle an. Ja, der Schutz des Lebens, der ist also der unterbewusste Triebfaktor, wenn Frauen einen potenziellen Schwächefaktor vor die Tür setzen. Frauen sind nun mal, wenn sie schwanger sind und darüber hinaus beim Aufziehen des Kindes extrem verletzlich, was wenig Raum für Moral und Mitgefühl für den Erzeuger oder auch den potenziellen Erzeuger lässt. Das war zu harscheren Höhlenmenschenzeiten oder auch zu Jäger- und Sammlerzeiten nicht anders als heute. Treue Schwüre sind Makulatur, wenn's hart auf hart kommt. Und das nicht nur zu Krisenzeiten, wie gesagt, sondern auch im ganz normalen Alltag. Also ich habe von Männern gehört, die wurden sitzen gelassen, weil sie keine Beförderung gekriegt haben und sowas in der Richtung. Das, was du auf jeden Fall vergessen kannst, ist die absurde These der bedingungslosen Liebe oder bedingungslosen Loyalität. Sowas gibt's einfach mal nicht. Und nochmal, das ist ein weitreichender Aspekt hier. Frauen tun im Allgemeinen das, was man ihnen sagt, sofern sie es mit einer Autorität zu tun haben. Das ist also das Sugar Daddy Phänomen, auf das ich auch schon öfters eingegangen bin. Und die Folgsamkeit der Frauen, die hast du ja bereits in sehr jungen Jahren. Vielleicht kennst du das Experiment mit den Süßigkeiten oder Überraschungen, die Kinder nicht anrühren sollten, als der Erwachsene den Raum verließ. Und ja, bereits hier waren Mädchen überproportional folgsamer als Jungen. Später streben sie dann tendenziell auch mehr in der Schule, ohne zwangsläufig intellektuell fähiger zu sein. Und von Berufsleben oder auch Politik, da reden wir am besten gar nicht erst. Ich könnte jetzt hier noch mehr drauf eingehen, auch auf eine Gesellschaft, in der man Frauen in vermeintliche Entscheidungsträgerpositionen hieft, nur weil sie Frauen sind und wie brav und zuverlässig und ja, nicht selten fanatisch diese dann ihre Aufgaben erfüllen, selbst wenn es schädlich für die Mehrheit bzw. irrational ist.